Yo, wir sind live im Stream, Fabi. Let's do it. What I'm about to show you is gonna blow your mind. So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Unity Global Team Call. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf diesen Call, denn wir haben sensationelle Neuigkeiten. Und wie ihr sehen könnt, sind wir heute hier ja angetreten mit einer wahren Leadership-Gruppe. Und wir freuen uns sehr, auf jeden zu hören. Ich möchte an der Stelle erstmal jeden Einzelnen persönlich begrüßen, wo ihr auch immer seid, und ja, starte an der Stelle direkt einmal mit einem Gruß nach Frankenthal zum Thorsten Sedelmeier, meines Zeichens. Ja, hallo, schönen guten Abend an alle. Ich freue mich total, bin total aufgeregt für all die News, die heute Abend kommen, und seid wirklich gespannt hier. Hier werdet ihr die neuesten News und all das Ganze erfahren, was euch in eurem schönes Business mit Unity Global weiterbringen wird. So, dann geht's weiter. Ich weiß leider nie, wo er gerade ist. Ich hoffe oder glaube in Deutschland. Diamond Director Torben Platzer, wo steckst du? Jo, viele, viele Grüße aus München tatsächlich. Sehr, sehr kalt hier geworden. Ist ja ausnahmsweise mal nicht ganz so weit. Das stimmt. Dann haben wir die Frau der Runde hier mit am Start. Ich glaube, sie sitzt zu Hause, was auch irgendwo im Norden Deutschland sein müsste. Ja, Dina Tech, Ruby Director.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ja, auch ich bin mal zu Hause. Das ist auch eher selten tatsächlich. Ja, es werden auf jeden Fall mega viele neue Updates heute kommen. Ich bin selber schon ganz aufgeregt, weil das hat man heute in den Gruppen schon gemerkt. Es ist richtig, richtig spannend. Und dann geht's weiter nach Süddeutschland. Wir haben Ruby-Director Wolfgang Zutz mit am Start. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ja, leider nicht zu Hause, ich bin noch unterwegs, so wie das auch sein muss, immer am Start. Und ich freue mich natürlich auch wie kein Zweiter heute Abend auf den Call. Die Jets, wie Jane schon gesagt hat, sind ja komplett explodiert heute wegen den ganzen News. Und ich hoffe, wir kriegen es in einem guten Zeitrahmen durch, weil so viel Input, wie wir heute haben für euch, ihr könnt euch wirklich auf einiges freuen. So, dann haben wir als nächstes jemanden, der zum allerersten Mal hier auf dem Call überhaupt mit drauf ist. Wir sind sehr froh, dass er heute mit da ist, denn ja, er wird einiges in Deutschland verändern und das ist unser neuer General Manager für Deutschland, Nader. Nader, wo sitzt du denn? Einen wunderschönen guten Abend. Danke dir, lieber Fabian. Ich bin gerade zu Hause in Norddeutschland, in Bispingen. Schöne Grüße. Ich freue mich, heute Abend mit dabei zu sein. Sensationell. Und last but not least, man darf ihn nicht vergessen, unser Double Diamond Director, gerade eingeflogen aus den USA, jetzt aber schon wieder in Dubai, Double Diamond Director Damien Fire. Ja, einen wunderschönen Abend an dich, Fabi, einen wunderschönen guten Abend an alle Teilnehmer heute hier und natürlich ein riesengroßes Shoutout an das Team, das hier komplett online ist, mit hunderten von Partnern ready, die neuen News zum Aufnehmen und weitergeben. Ja, freue mich auf den Call. So, bevor wir jetzt reinstarten, ist uns natürlich auch wichtig, mal ganz kurz zu wissen, wer ist denn von euch alles da? Das heißt, heute ja tatsächlich mal vermehrt über Facebook Live, wir haben über 300 Zuschauer. Wo sitzt ihr gerade? Schreibt mal ganz kurz eure Stadt, in der ihr gerade seid, euer Land, in dem ihr gerade seid, dass wir hier ein kurzes Feedback haben, weil ich weiß, wir sind wieder international. Wir haben Leute aus Dubai, aus Italien und ja aus Polen sogar mit dabei, hier aus Holland. Und natürlich quer verteilt hier durch Deutschland, verschiedenste Städte sehe ich gerade. Essen, ja, Essen ist eine sehr schöne Stadt. Da bekomme ich immer Hunger, wenn ich Essen sehe. Und viele, viele andere Städte. Also erstmal herzlich willkommen an jeden Einzelnen. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ich weiß, dass heute einige Leute zum allerersten Mal dabei sind. Und wenn du dazugehörst, zum allerersten Mal dabei bist, dann mach dich gefasst, sei gespannt auf das, was kommt. Mach dich ruhig auch mal ganz kurz im Chat bemerkbar, sag ganz kurz mal ich, ja, oder schick kurz einen Daumen als Zeichen, dass du zum ersten Mal dabei bist. Hilft uns dabei, ein bisschen auf dich einzugehen. Alright, so an der Stelle, dann lass uns direkt reinstarten in die absoluten News und ich gebe das Wort ab an Damien Fire, der gerade genau aus diesem Gebäude gekommen ist, ja, in dem er, ich glaube, gestern oder vorgestern noch war, unser Headquarter in Orlando und hier einige sensationelle News mit dabei hat. Ja, vielen Dank, Fabi. Und das ist vollkommen richtig, genau hier das Jeunesse Headquarter in Lake Mary in der Nähe von Orlando, Florida. Und ich kann an der Stelle jedem Einzelnen, der auf dem Call live ist, gerade nur noch mal eine Empfehlung aussprechen, unbedingt diesen Live-Call zu teilen. Einfach mal auf Teilen klicken und auf deiner Timeline zu teilen, weil es gibt viele, viele Leute, die sich Jeunesse anschauen. Klar haben wir hier einen internen Team-Call heute fürs Team, aber wir sind offen, wir sind transparent. Viele Leute sind auf Facebook das auch am Verfolgen und wir möchten einfach auch mal ein Update geben, weil viele Leute hören von Jeunesse, sehen von Jeunesse und wirklich mal einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können heute ist, denke ich, sehr, sehr spannend. Das heißt, einfach mal sharen und teilen, was das Zeug hält, sodass wirklich viele, viele Leute auch mal ein Update bekommen und auch mal die Fakten über das Thema Jeunesse. So, ja, wie gesagt, ich bin heute Morgen gelandet, hatte einen echt spektakulären Rückflug über Newark und über Athen, weil der Direktflug nicht am Start war. Also sehr, sehr spannend. Und ja, mein erster Impuls heute für dieses Webinar war wirklich der, mit euch mal zu teilen, was ich selber erlebt habe in den letzten Tagen. Also ich war nicht nur auf der Convention in den USA, was natürlich sehr, sehr spannend ist, sondern halt eben auch im Headquarter. Und ich habe da so wirklich, ja, ich habe viel erlebt, viele Termine gehabt. Also Back-to-Back, wer mich kennt, ich bin so ein To-Do-Listen-Mensch. Ich habe so extrem viele Dinge, Punkte auf meinen To-Do-Listen, ja, die ich alle erledigen möchte oder muss und die ich dann mir da so als Projekt auf die Fahne geschrieben habe, um da zu lösen, zu klären, zu besprechen, Menschen zusammenzubringen, Dinge kennenzulernen und so weiter und so fort, um unser Business weiter nach vorne zu bringen. Aber die eine Sache, während ich dann so in dem Headquarter war, die mir so ganz, ganz klar geworden ist, und das war so das Erste, was ich teilen möchte, ist so, dass Jeunesse ist eine riesengroße Operation. Ich wünschte, jeder von euch würde einfach mal in dieser Lobby sitzen. Ja, also ich habe zum Beispiel in dieser Lobby gesessen, mal für 20 Minuten, weil ich auf den Scott Lewis gewartet habe, zum Mittagessen zu gehen. Und das war
Ja, wie beschreibe ich das? Wir sind ja Vertriebspartner von Jeunesse. Wir sind unabhängig. Ja, wir sind zu Hause, wir sind unterwegs, wir haben unser J-Office, unser Back-Office, wir arbeiten unser Business, wir zeigen den Plan, wir teilen die Produkte. Aber was im Background abgeht, damit das möglich ist, ich glaube, da, ja, da kriegt man eine ganz andere, ja, wie soll ich denn sagen, eine ganz andere Idee davon, wenn man das einfach mal selber live sieht. Und dadurch, dass wir jetzt nicht alle da live sitzen können, möchte ich euch mal so ein bisschen so einen Eindruck geben. Also zunächst mal ist es so, dass das komplette Headquarter ist also ein riesengroßes Gebäude. Und lassen wir damit anfangen, welches Jeunesse gehört. Beginnen wir mal dort, ja. Also dieses komplette Building ist gekauft, ist ein Investment von Jeunesse, ist nicht finanziert, sondern ist ein Building, ein Gebäude, was Jeunesse gehört. So, wir reden über ein Gebäude, was schätzungsweise circa 22 Millionen US-Dollar kostet. So, dazu kommt, dass das komplette Gebäude, aber nicht nur das Gebäude, auch die Außenanlagen, sogar die Fontäne in dem See, den ihr vorne dran seht, speziell gebaut wurde für Jeunesse. Das heißt, über anderthalb Jahre war dort Renovierungsarbeit. Und während das passiert ist, hat zum Beispiel Customer Service in Shell and Core im dritten Stock gesessen und gearbeitet. Also Shell and Core heißt quasi Betonmauern und Wände, und die haben dort gesessen und gearbeitet, während die anderen Floors renoviert wurden, und auch da ist ein Vermögen investiert worden. Und alleine das, mal vom Feeling her, ein Unternehmen, was so jung ist, was so klein ist, zum achten Jahr ist, was einfach mal das Headquarter aus den eigenen Finanzen bezahlt, das ist schon mal richtig der Hammer. Aber neben dem Geld ist es einfach die komplette Organisation. Es sind hunderte von Menschen, die dort arbeiten. Es sind so viele Menschen, die dort arbeiten, dass Scott Lewis, als er runterkam, gesagt hat, Mensch, Daniel, ist schon krass, wie viele Leute hier sind, oder? Und ich sage so, ja, ja, das ist echt krass. Dann sagt er, das verrückt ist, ich kenne die Leute alle gar nicht. Und da habe ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Die müssen sich wirklich vorstellen, da kommen Leute an und die gehen zum Mittagessen und dann wird Starbucks geliefert. Und dann ist unten ein Security, der die ganzen Besucher organisiert. Dann sind die Lounges überall. Die Leute treffen sich so wie, es ist so wie bei der Bank früher gewesen irgendwie, ne? Bei der Bank, da war immer so, da hat man Leute am Fahrstuhl kennengelernt. Oder wer vielleicht mal in einem Tower gearbeitet hat oder so. Ja, man steht am Fahrstuhl, man wartet, man lernt Leute kennen. So, ah, arbeiten Sie auch hier? Ja, ja, okay, alles klar. Und so ist es innerhalb von Jeunesse. Ja, da lernst du einfach irgendwelche Leute kennen. Ich habe zum Beispiel eine Dame kennengelernt, die arbeitet im Bereich Programmierung, die ist erst seit einer Woche dabei, ja, und die arbeitet im Programming, und dann habe ich mich mit anderen Leuten unterhalten, die arbeiten, dann sage ich, was machen Sie hier? Und dann sagt sie, ja, ich arbeite im Procurement. Dann sage ich, was ist denn Procurement? Ja, und die machen die ganze Warenplanung, dann gibt es eine Legal-Abteilung, dann gibt es eine Marketing-Abteilung, das ist ein halbes Geschoss, dann gibt es die ganzen Konferenzräume, dann gibt es den VIP-Support, dann gibt es den Support, ja, dann gibt es aber auch das Ganze drumherum. Also es gibt zum Beispiel zwei Fahrer, die hauptberuflich angestellt sind, also wirklich hier mit Staff-T-Shirts und mit so fetten SUVs, die ganzen VIP-Gäste abholen, hinfahren und so weiter und so fort. Also ich kann das gar nicht so richtig alles beschreiben. Wir hatten Meetings mit dem IT-Department, die arbeiten an einem Projekt, dafür werde ich wahrscheinlich erschossen, wenn ich das jetzt sage, aber Projekt Fontana, mehr sage ich mal nicht, ist ein Geheimprojekt. Es ist eine neue Version unseres Backoffices, an dem gerade gearbeitet wird. Ihr müsst euch vorstellen, Jeunesse ist so schnell und so radikal gewachsen, dass das derzeitige Backoffice, was wir jetzt haben, über 7 verschiedene Module verfügt, die quasi zueinander programmiert wurden. Und was gerade gemacht wird, ist, dass das alles quasi, während wir live arbeiten auf unserem Tagessystem, ein zweites, neues Backoffice erstellt wird. Das ist ein Langzeitprojekt von bis zu 3 Jahren. Und irgendwann werden alle diese fragmentierten Module in ein System übertragen, was uns dann die Möglichkeit geben wird, wirklich diese Company zu werden, die wir sein wollen als Global Player mit über 10 Milliarden Umsatz in der Zukunft. Und also wirklich viele Investments, die hier gemacht werden in der Zukunft, oder für die Zukunft, Rechenzentren. Ich weiß nicht, wer die Videos gesehen hat. Ich habe ja in den WhatsApp-Gruppen, in den Sapphire-Gruppen und auch einigen in den Teamgruppen ein paar Videos geteilt, habe ein bisschen Reporter gespielt. Das ist einfach richtig krass. Und der Grund, warum ich es mit euch teilen möchte, ist einfach nur Folgendes. Manchmal, da denkt man sich so, Jeunesse, es ist ja immer so ein Ding, gerade auch wenn man sein Business aufbaut, so dieser Kampf mit dem eigenen Vertrauen, ja, ist glaubt man an diese Company oder nicht? Aber ich kann euch eins sagen, wenn ihr da mal einfach gesessen habt und das euch mal anschaut, wie viele hunderte von Menschen dafür sorgen, dass dieses Business funktioniert, das ist wirklich richtig, richtig faszinierend. Und das war erstmal der Input zum Thema Jeunesse Headquarter. Was dann noch zum Thema Jeunesse Convention und zum Thema News von Jeunesse sehr, sehr faszinierend war, war einfach das Thema, die Convention in den USA ist eine ganz besondere. Aus dem einen Grund ist es erstmal ja eine der kleinsten Conventions, die es überhaupt gibt weltweit. Wir hatten auf den 5 Expo-Veranstaltungen über 50.000 Teilnehmer in Summe.
Und die Veranstaltung in den USA selber ist die kleinste, hat aber die höchste Diamond-Dichte. Ja, das heißt, da waren, glaube ich, bei dem Diamond Walk waren, glaube ich, ich weiß jetzt die Zahl nicht exakt, aber nahezu 120 Leute auf der Bühne, die alle Diamond oder Double Diamond oder Triple Diamond oder Presidential Diamond sind. Und das ist natürlich eine ganz andere Energie, eine ganz besondere Energie. Und das wirklich zu sehen und zu spüren, fühlt sich für mich an wie ein Blick in die Zukunft für das, was uns in Jeunesse Europa erwartet. Und wirklich jeder, der große Ziele und große Träume hat, du bist hier bei Jeunesse Global absolut richtig. Und ich freue mich da wirklich wie kein Zweiter drauf, das Ganze mit euch gemeinsam aufzubauen. Und weitere Infos folgen in diesem Call, aber an der Stelle erstmal zurück an dich, Fabian. Super, vielen Dank. Ich bin schon wieder komplett on fire, wenn ich das höre, weil ich erinnere mich auch noch, als ich zum ersten Mal in dieses Office reingelaufen bin. Ich habe ein Facebook Live gemacht und irgendwann hing die Kamera auf 12. Es gibt da diesen einen Apparat, du weißt, welchen ich meine, wo alles getrackt wird, wo es so ein bisschen aussieht wie Star Trek. Und ich habe da gestanden und habe gedacht, wow, unglaublich, was das für ein Unternehmen ist. Also wer das mal sehen will, ich glaube, wir haben noch irgendwo Fotos und packen die demnächst mal durch die Gruppen. Aber dieses ganze Gebäude ist einfach unglaublich. Natürlich die Menschen, die daran arbeiten. Ja, wir haben in Europa einige sehr, sehr spannende Sachen aktuell. Wir werden über einige heute sprechen. Ich möchte mit einer starten, die, glaube ich, immer noch nicht alle wirklich auf dem Schirm haben. Und das ist die Global Shoot for Sapphire Promotion. Und ich glaube, Danny, du hast ja aktiv an dieser Promotion mitgearbeitet. Weil ihr habt die ja in eurem, es gibt ja ein kleines Leadership Board von handerlesenen Führungskräften weltweit. Ich glaube, da sind ganz, ganz wenige Leute drin, kannst an zwei Händen abzählen. Und ihr habt euch da ja was Unglaubliches zusammengeschustert, zusammen mit Dennis Windsor und unseren anderen Top-Corporate-Leuten. Gib das Wort nochmal an dich zurück. Was ist die Global Shoot for Sapphire Promotion und warum ist das die absolut beste Möglichkeit, jetzt sein Business nach vorne zu bringen? Ja, Fabi, vielen Dank. Es ist tatsächlich so, es gibt ein Diamond Mastermind-Team, da sind 14 Double Diamonds und höher drin. Um genau zu sein, es sind genau 14 Double Diamonds drin, nicht höher. Und diese 14 Double Diamonds haben den Auftrag bekommen, an einer Promotion zu arbeiten für Jeunesse Global. Und zwar, wie der Name schon sagt, Jeunesse Global. Nicht eine Jeunesse Local Promotion wie vorher, sondern eine globale Promotion, die wirklich für alle Länder gleichermaßen gilt. Und diese Global Shoot for Sapphire läuft, as we speak sozusagen, also jetzt gerade bis Ende des Jahres. Und jeder hat hier die Möglichkeit, sich bis zu $15,000 zusätzlich zu sichern. Und diese Promotion sieht auf den ersten Blick relativ komplex aus. Das liegt einfach daran, dass wirklich alle Eventualitäten hier berücksichtigt wurden. Wenn man sich es aber ganz vereinfacht vorstellt, dann ist es relativ leicht zu verstehen, wie man hier verschiedene Stufen erreichen kann. Das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, dass es tatsächlich, wie ich gerade schon gesagt habe, stufenweise aufgebaut ist. Das heißt, du siehst es hier sehr schön in dieser Tabelle. Den ersten $500 kannst du dir sichern, indem du den Rang Jade machst. Also wenn du selber noch kein Jade bist, dann kannst du den Rang Jade erreichen. Du hast dazu Zeit, 30 Tage, und hast dann die Möglichkeit, dir $500 Bonus-Promotion-Geld zu sichern. So, ganz kurze Wiederholung, was muss ich tun, um ein Jade zu werden? Genau, ich brauche 4 persönlich gesponserte Executives. Dazu kommt, man braucht 3.200 PGV, das ist also nichts anderes wie Volumen, das in deiner Organisation entsteht. Und ich habe mir da von einem der ganz neuen Double Diamonds aus China ein Training geben lassen, wie die das in ihrer Organisation promoten, weil die haben in ihrer Organisation mehr Qualifier für diese Shoot for Sapphire als irgendeine andere Organisation weltweit. Also bin ich natürlich hingegangen und habe gesagt, hey, zeig mir, was ihr macht, wie schult ihr das Ding? Und sie hat gesagt, Daniel, it's so easy. You make one executive every week and you win the promotion. Und dann sage ich, wie? Und dann hat sie das aufgemalt und gesagt, guck mal, ist ganz einfach. Wenn du Jade werden willst, dann brauchst du 4 Executives. 30 Tage sind 4 Wochen. Das heißt, ein Executive pro Woche. So, und wenn jeder davon mit mindestens 300 CV einsteigt, ihr wisst, der beste Einstieg fürs Business ist wahrscheinlich das Ambassador Variety Paket mit 1000 CV. Aber viele nehmen auch das normale Ambassador mit 500. Aber selbst wenn du nur das Jumbo-Paket mit 300 CV nehmen würdest, jetzt einfach mal als Kalkulationsgrundlage, dann hast du 300 links, 300 rechts. Der oben hat 300, sind 900 pro Executive. Mal 4 bist du bei 3600 CV bzw. PGV. Und alles, was du brauchst, sind 3200. Das heißt, es ist wirklich einfach, sich dafür zu qualifizieren. Weiterhin ist es so,
dass es dann im Prinzip weitergeht. Du wiederholst das Ganze nochmal, erreichst den Pearl, brauchst dazu 8, also machst einfach weiter, machst wieder 4 Stück jede Woche, dann bist du auch schon wieder über 7.000 Punkte und holst dir die nächsten 1.000. Und dann hängst du nochmal 30 Tage dran, dann hast du nämlich die 90 Tage voll und dann hast du sozusagen deinen Sapphire-Bonus geholt. So wichtig ist auch zu verstehen, dass diese Promotion, und das ist jetzt ein ganz, ganz großer Punkt, nicht nur für die bestehenden Partner ist. Also jeder, der jetzt hier bereits bei uns bei Unity Global im Team ist, jeder, der schon bei Jeunesse ist, klar, ihr seid voll mit dabei, ihr könnt eure nächste Stufe erreichen, ihr könnt euch auch in den Reports das Ganze anschauen und könnt euch hier dieses extra Cash mitnehmen. Aber ganz entscheidend, finde ich, ist diese Promotion vor allem auch für die Leute, die noch nicht bei Jeunesse sind. Und das ist auch einer der Gründe, warum dieses Ding hier auf Facebook live gestreamt wird, weil ich weiß, dass der ein oder andere drauf ist, sich das gerade anschaut und schon öfter mal mit dem Gedanken gespielt hat, soll ich bei Jeunesse starten oder nicht? Und meine Ansage ist ganz klar die, es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, als jetzt zu starten bei Jeunesse. So, warum ist es so? Ganz einfach, weil diese 90-Tages-Periode für dich, um sich für diese Promotion zu qualifizieren, für dich, wenn du heute startest, eben nicht am 31. Dezember endet, sondern für dich in 90 Tagen von heute. Das heißt, jeder Partner, der sich neu registriert bei Jeunesse bis zum Ende des Jahres, hat eine volle rollierende Zeitperiode von 90 Tagen, um ganz normal hier die $500, $1,000, $3,500 und entsprechend weiteres mehr mitzunehmen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz geile Geschichte. Dazu kommt noch, die Bonis kumulieren sich. Das heißt, wenn du weiterkommst, du nimmst die alle wirklich mit, Schritt für Schritt. Und das ist wirklich etwas, also die höchste Promotion, die wir hatten letztes Jahr, bis hin zum Sapphire Elite, waren $8,000, wer sich noch daran erinnert. Das war mal die allerhöchste, die wir in 2016 oder 2017 überhaupt laufen lassen haben. Und jetzt kann man bis zu $15,000 mitnehmen. Und klar, ich bin da komplett bei euch. Das ist natürlich eine Leadership-Aufgabe. Das ist natürlich etwas für Leute, die Network-Marketing-Erfahrung haben, zu sagen, ich hole mir die kompletten $15,000, aber wirklich jeder kann sich hier 500, 1000, 3,5 und dann kumuliert sich das ja auch schon wieder 5 mitnehmen. Und das ist eine ganz, ganz starke Geschichte. Und es ist unglaublich viel Geld, ja, diese $15,000, wenn man sich das nur überlegt. Ja. Wir sprechen davon, dass man das tatsächlich in 90 Tagen, also in 3 Monaten erreichen kann, aber man baut natürlich normal auf und hat dementsprechend auch sein normales Einkommen, sprich man verdoppelt das Ganze fast, wenn man es wirklich bis zum Ende durchzieht. Sorry, dass ich hier gerade ins Wort falle, aber dass diese Bonis natürlich on top gezahlt werden. Also wir haben hier keine Verrechnungssituation, dass man sagt, okay, alles klar, du hast dich jetzt, was weiß ich, für 5.000 qualifiziert, hast aber 2.000 Euro Provision gemacht, du kriegst noch die verbleibenden 3. Nein, du kriegst den kompletten Betrag. Und das ist natürlich etwas, was dich natürlich ganz, ganz schnell in eine Position katapultieren kann zum Start, was dir natürlich hilft, dein Business aufzubauen wie nie zuvor. Und an der Stelle möchte ich mal kurz abgeben nach Süddeutschland auf jeden Fall zum Wolfgang Zutz, Ruby Director. An der Stelle, Wolfgang, wie arbeitest du oder was ist deine Empfehlung jetzt gerade für das Team, das bestehende Team und auch die neuen Leute, wie man diese Promotion jetzt nutzen kann, um auch aufzubauen und zu rekrutieren natürlich? Ja, danke Fabi und auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Ja, die Promotion ist absolute Wahnsinn, weil du kannst sowohl, wie der Daniel es gerade erklärt hat, sowohl bestehende Partner, also du kannst wirklich auf 2 Schienen fahren, du kannst dein bestehendes Team wieder neu aktivieren, Leute anrufen, die vielleicht so ein bisschen träge geworden sind, ein bisschen ihre Ziele aus dem Fokus verloren haben, wirklich dort wachrütteln und sagen, guck mal, die 3 Monate jetzt, in den 3 Monaten kannst du eigentlich dein gesamtes Leben verändern. Also es ist ja wirklich so krass. Ich meine, 15.000, das verdienen die meisten Leute im ganzen Jahr in ihrem Job. Ja, und das in den nächsten 3 Monaten wirklich freizuschalten für dich, heißt ja wirklich einen kompletten Turnaround in deinem Leben. Und die natürlich dort mit an die Hand zu nehmen, das heißt wirklich nochmal deine Orga vorzunehmen, wenn du schon ein größeres Team hast, dort durchtelefonieren, deine Köpfe raussuchen, Leute, die noch nicht Jade sind, ja, die gerade ein Executive vielleicht haben, die anzutelefonieren, zu sagen, komm, lass uns mal zusammen den Jade machen, sind mal 3.000 oder dann auch bis zum Sapphire hoch 15.000 im Pott für dich, wo wir dann zusammen den Weg jetzt die nächsten 3 Monate gehen können. Also du kannst ein richtiges Elite-Team für dich neu bauen aus deinen bestehenden Partnern und dann auf der zweiten Schiene schule ich meine Leute, dass sie wirklich direkt beim Einschreibeprozess, beim Registrierungsprozess oder auch in den Gesprächen sofort auf dieses Thema kommen. So, du willst starten, alles klar, gut, ready, aber jetzt zeige ich dir nochmal wirklich, was es hier on top gibt. Und das ist hier die Promotion, die läuft jetzt hier durch. Und das Tolle ist, die hat eigentlich schon vor einem Monat gestartet oder anderthalb, aber du
bist jetzt am Anfang. Das heißt, die startet jetzt komplett neu für dich und du hast genau die gleichen Chancen wie wir, hier wirklich das ganze Geld mit abzuräumen. Und damit ist es ja richtig krass, wenn du damit einen 90-Day-Run machst, wirklich einen 90-Tage-Run, wo wir immer drüber sprechen, dann kannst du dort die neuen Leute direkt integrieren und jeder rennt auf das gleiche Ziel. Der eine hat es halt ein bisschen später, der andere ein bisschen früher, ist ja ganz klar, weil das Einzige, was uns ja auch unterscheidet und deswegen liebe ich diese Promotion, ist ja einfach nur, dass der eine ein bisschen früher gestartet ist und der andere ein bisschen später und das Einzige, was uns unterscheidet, ist die Zeit und das Engagement, was wir hier in das Geschäft stecken und was wir hier wirklich umsetzen an Zeit und dem Ganzen und deswegen, diese Promotion ist der absolute Wahnsinn und ich kenne sowas bei keiner anderen Firma. Wenn ich das anderen Leuten hinlege von anderen Firmen, die machen nur die Augen auf und sagen, wie krass ist das denn? Da sind wir noch überhaupt nicht drauf gekommen. Ich denke, es wird in der nächsten Zeit vielleicht kopiert werden, ja, aber im Moment haben wir es und wir sollten es dementsprechend nutzen. Ich mache es auf jeden Fall und kann es euch nur wirklich ans Herz legen. Ich freue mich auf die ganzen Qualifier. Wir sind an der Stelle aber mit Promotions noch gar nicht am Ende. Wir haben gerade erst angefangen, denn für alle, die gerade neu mit dabei sind, herzlichen Glückwunsch, der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, denn es gibt nicht nur eine Promotion mit Geld, sondern es gibt eine Promotion mit Lifestyle und ich zeige euch da mal ein kurzes Video, wo es bald hingehen wird und danach verraten wir euch, wie ihr euch dafür qualifizieren könnt. Ich habe die letzten Tage mal gezählt, in wie vielen Ländern ich dank Jeunesse sein dürfte. Und was viel spannender war, war gar nicht die Anzahl der Länder, sondern die Anzahl an Menschen, mit denen wir diese Erlebnisse teilen dürften. Und wir waren vor sehr, sehr kurzer Zeit in Mexiko, wir waren auch in Kroatien, wir waren auf einer mediterranen Kreuzfahrt und wir haben natürlich auch geschäftlich die ganze Welt gesehen. Und wenn Jeunesse so eine Promotion macht und ihre Partner einlädt, dann ist es immer ganz, ganz besonders. Und an der Stelle möchte ich mal abgeben an Ruby Director Yadina Tech, mit wir, glaube ich, alle, die hier im Call sind, schwer zu sagen, 20, 25 Locations, Länder, Städte bereist haben. Und vielleicht mal einfach aus deinem Munde, warum sollte jeder diese Qualifikation wirklich sich zu Herzen nehmen, ernst nehmen, Gas dafür geben? Was ist das Besondere an so einer Reise mit dem Team? Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin heute in Vertretung auch für Ralf, der kann leider heute nicht dabei sein. Ja, aber wir sind beide so, wir sind extrem motiviert, immer die Reise mitzumachen. Und ich glaube, seitdem wir letztes Jahr im April gestartet sind, haben wir, glaube ich, auch tatsächlich jede Reise mitgenommen. Also wir waren mit euch in Cancun, wir sind, damals gab es noch eine interne Promotion, wir waren in Dubai, wir sind in Kroatien schon gewesen, also wir haben schon vieles miterlebt. Und nicht nur, dass es letztendlich so ist, dass diese Reisen einfach der Wahnsinn sind, also die Hotels, die Jeunesse aussucht, ja, dass man quasi alles gestellt bekommt, dass man einfach nur hinfährt und es genießen muss, sondern es gibt auch ein paar Punkte, die wirklich fürs Business wichtig sind. Das eine ist, wie wir es eben schon gesagt haben, mit der Sapphire-Promo genauso, man kann es wirklich super zum Sponsor nutzen. Ja? Das heißt, ich kann wirklich mit den Leuten sagen, hey, wenn du jetzt startest, dann wirst du nicht nur zum einen letztendlich natürlich Vertriebspartner, sondern du hast einmal den Extra-Boni und wir können uns direkt sichern, dass wir nächstes Jahr alle gemeinsam verreisen. Was passiert auf solchen Reisen? Erstmal, man lernt sich im Team besser kennen.
Zweitens, man lernt seine Uplines besser kennen. Ja, und vor allen Dingen auch mal ein paar Reihen quasi noch darüber, wo man sagt, okay, mit denen habe ich vielleicht bis jetzt noch gar nicht so viel zu tun gehabt. Und ich weiß, es ist dieses Wort, was in aller Munde schon gar nicht mehr zu hören ist, aber Proximity is Power an der Stelle. Ja, ihr lernt Menschen von Jeunesse selber kennen und ihr lernt vor allen Dingen eben auch die Leute kennen, ja, wenn ihr letztendlich Probleme, Fragen habt, dass ihr einfach mit denen mal mehr in Verbindung kommt letztendlich. Ja. Was kann ich noch dazu sagen? Teamaufbau. Wir haben es tatsächlich bei mehreren gehabt, dass sie gesagt haben, da wo sie hingereist sind, haben sie tatsächlich auch Leute gesponsert. Ich habe in Kroatien eine Dame am Strand tatsächlich kennengelernt, die ist mittlerweile übrigens hier im Team. Also total witzig. Ja, ihr kommt überall hin, ihr könnt überall Teams aufbauen und es gibt dann immer einen Grund, wieder zurückzufliegen. Das ist auch sehr genial. Und wie gesagt, ich kann es immer nur ganz klar sagen, es ist unheimlich wichtig. Man kommt in ganz andere Gespräche als zum Beispiel auf einem Event. Man kommt auf Ideen und übrigens die geilsten Ideen fürs Team, auch für den Die Global sind, glaube ich, immer auf diesen Reisen entstanden, unter anderem auch in Cancun ist, glaube ich, ein ganz großer Teil dieser Unity Global World damals auch entstanden und das ist auf jeden Fall etwas, ja, ihr solltet auf jeden Fall ein Teil davon sein, ihr solltet dabei sein und vor allen Dingen, ganz ehrlich, es gibt nichts Genialeres, als mit seinem ganzen Team einfach auch mal in Urlaub zu fliegen. Und Punta Cana ist jetzt nicht das schlechteste Ziel, ich habe gehört, dass der ein oder andere die Dominikanische Republik auf seinem Vision Board hat. Von daher wird es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, ein letzter Zusatz von meiner Seite noch, weil du gerade sagtest, Team. Ich merke immer wieder, dass auf diesen Reisen wirklich das Team, was miteinander arbeitet, zu Freunden wird. Ja, man lernt sich halt privat kennen, man macht gemeinsame Aktivitäten, man erlebt halt Dinge, die man normalerweise nie erleben würde. Und was garantiert passiert, der wird niemals langweilig. Weil egal, wo du hinguckst, du hast immer irgendjemand, der sagt, komm, mach hier mit, mach da mit, lass uns dies machen, lass uns dahin gehen. Ich freue mich ganz besonders drauf. Und ja, das Ziel ist natürlich, dass wir hier so viele Leute wie möglich aus diesem Team mitnehmen. Und jetzt wird es wieder hochinteressant, weil viele Leute sagen natürlich, na gut, das ist mit Sicherheit so eine Promotion, die du nur schaffst, wenn du richtig gut bist, wenn du ganz lange mit dabei bist. Das ist für die, die schon richtig Gas gegeben haben. Nein, bei Jeunesse ist immer alles so gestrickt, dass jeder sich qualifizieren kann. Das ist am einfachsten für die Menschen, die sich jetzt entscheiden oder vor kurzem entschieden haben und quasi den Weg gerade erst gehen. Ich möchte euch kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Die erste Möglichkeit ist, man kann sich über sogenannte Travel Points qualifizieren. Travel Points erhältst du immer dann, wenn du einen neuen Partner oder einen neuen Großhandelskunden registrierst. Das heißt, jemand startet mit einem Paket. Ja? So, dann sammelst du Travel Points. Es gibt eine Liste, wie viel Travel Points man jeweils für bestimmte Registrierungen bekommt. Die werden wir später nochmal durch die Gruppen schicken. So, beispielsweise, wenn jemand mit einem Ambassador-Paket startet, erhältst du 25 Punkte. Ja, startet jemand mit einem Basic-Paket, bekommst du 5 Punkte. Und das wird alles angerechnet. Und jetzt kommt's, du hast Zeit bis zum 28. Februar. Ja, bedeutet, wir sprechen hier über einen Gesamtzeitraum von im Prinzip noch über 4 Monaten, die man hat, um sich zu qualifizieren. Wenn ich dich frage, ob das möglich ist, 300 Travel Points zusammenzubekommen, ist die Antwort, glaube ich, ja. Für alle die sagen, okay, dann bin ich mit einer Person mit dabei. Man kann natürlich eine zweite Person auch gegen Aufpreis mitnehmen, wenn man möchte. Oder man sagt einfach, ich gebe noch mehr Gas und qualifiziere mich dementsprechend für 2 Personen oder für noch einen Flugvoucher. Was genau geht, seht ihr hier. Die zweite Möglichkeit, sich zu qualifizieren, ist die sogenannte Cycle-Qualifikation. Und zwar werden hier alle Cycles im Gesamtqualifikationszeitraum zusammengerechnet. Das heißt, wenn du heute einen Cycle machst, und nächste Woche 2 Cycles machst, dann hast du im Qualifikationszeitraum bis dato 3. Es wird alles aufaddiert. Und wenn du in diesen 4 Monaten 150 Cycles insgesamt machst, dann bist du dementsprechend auch dabei. Wichtig, du musst mindestens 50 Travel Points haben. Das heißt, die Aktivität, die aktive Aktivität des Sponsorings niemals vergessen, immer mit dabei bleiben. Ja? So, die letzte Variante für die, die schon auf den Direktorenrängen sind, hier sieht es ein bisschen anders. Achso, eine Sache noch. Solltest du es schaffen, Director zu werden, also wenn du Ruby Director wirst, dann bist du sowieso mit dabei. Ja? So, und hier eben auch nochmal für die Direktoren, die schon jetzt aktuell auf der Stufe Ruby oder höher sind, sieht es wie folgt aus. Für 2 Monate seinen Director-Rang halten, darauf bezahlt sein, plus 50 Travel Points und du bist mit dabei. Das war es im Prinzip schon. Ja, auch wenn das jetzt kompliziert wirkt. Ich erinnere mich noch dran, Jane, als wir damals die Reise nach, wo war es denn? Das war, glaube ich, die Kreuzfahrt, die mediterrane Kreuzfahrt.
Und ihr habt das so durchgezogen, dass ihr euch innerhalb von einer Woche qualifiziert hattet. Stimmt das? Das war tatsächlich für Cancun damals. Cancun, da haben wir uns so schnell qualifiziert, ja. Genau, die haben einfach gesagt, wir wollen egal, das mitnehmen. Wie habt genau, egal was kommt, wir sind immer dabei. Welchen Tipp kannst du den Leuten geben, die jetzt sagen, hey, da wollte ich schon immer mal hin, wie können die sich qualifizieren? Also wie kriegt man das hin, jetzt wirklich diese Travel Points mitzunehmen, so schnell wie möglich? Ich würde ganz klar sagen, so wie wir es auch machen, weil Fakt ist ja, gerade alle, die jetzt neu gestartet sind, es gibt jetzt sowieso ja immer Business Lounge. Das heißt, jeder startet ein Business, darüber den Anfang machen. Wir haben gerade letzte Woche nämlich auch mit einem neuen Team gestartet, darüber den Start machen, denn letztendlich ist es immer am einfachsten, natürlich selbst mal sein Team aufzubauen, selber Leute eben ins Business einzuholen, und da hole ich natürlich auch die besten Travel Points, ganz klar. Nehmt immer wichtig eure Sponsoren damit rein in einen Dreier-Call, sollte eure Sponsoren noch nicht so weit sein, nehmt die nächste Stufe darüber einfach, dass ihr wirklich sagt, ihr habt jemanden, mit dem ihr zusammenarbeitet. Und Fakt ist nämlich, wenn man damit erstmal startet, das hört sich im ersten Moment viel an, wenn du die ersten Steps gemacht hast, geht es wirklich ganz, ganz schnell. Also wirklich einfach jetzt Vollgas. Es ist übrigens gerade die beste Zeit für Vertrieb. Ich mache jetzt das 14. Jahr Vertrieb, und jetzt gerade ist die Zeit, wo die Menschen reflektieren, was sie wollten und was sie nämlich nicht geschafft haben. Jetzt jemanden zu motivieren, zu sagen, hey, rette jetzt das, was noch zu retten ist für dieses Jahr, und lass uns doch gleich dann noch die Reise mitnehmen, damit du nächstes Jahr halt belohnt wirst. Besser kann es eigentlich nicht gehen. Also da, wie gesagt, geht nochmal wirklich zu gucken, geht doch mal eure Liste durch mit eurem Sponsor, geht wirklich nochmal, macht den Memory Jogger von Eric Worre zum Beispiel, ja, und fangt wirklich an zu sponsern, weil Fakt ist, jetzt ist die beste Zeit dafür. Super, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf die Reise, und es wird sensationell. Fabian, an der Stelle vielleicht ganz kurz noch auch noch zu erwähnen, gerade die Leute, die wirklich sagen, sie wollen einen Boost haben für diese Reise. Ich meine, wir haben immer noch die Expo-Pakete im Backoffice. Das heißt, jeder Partner, der sich einloggt in seinem Business, klickt einfach auf Shop Germany. Und dann klicke auf Eventpakete. Und unter Eventpakete findest du nicht nur die Möglichkeit, als allererste unsere ganz neuen Produkte am Start zu haben, wo wir gleich in 2 Minuten was von hören werden, sondern auch eben Travelpunkte nicht nur direkt zu bekommen, sondern auch noch als Boost mit 40% und doppelt. Und das sind immer so Sachen, die natürlich auch extrem helfen, um wirklich einen Headstart zu bekommen. Also das ruhig auch berücksichtigen, gerade wenn man sowieso vielleicht eine Bestellung machen möchte oder die neuen Produkte haben will. Perfekt. Und da war auch die, glaube ich, geniale Überleitung zum Thema Produkte. Und denn wir haben nicht ein, sondern wir haben 2 neue Produkte, die beide in der kommenden Woche im Backoffice verfügbar sein werden. Ja, und zwar das erste Produkt ist die Hydra Shield Maske. Und um da einen kurzen Einblick zu bekommen, mal einen kurzen, ich sag mal, 2 Minuten Überblick, was diese Lumines Hydra Shield Maske macht, haben wir uns hier einen absoluten Produktliebhaber und Experten mit auf den Call geholt, nämlich Thorsten Sedlmeier, Ruby Director seines Zeichens, der sich intensiv damit auseinandergesetzt hat. Thorsten, was kannst du zur Hydra Shield Maske, für die jetzt noch gar keine Ahnung haben, mal mit auf den Weg geben? Ja, also diese Hydra Shield Maske, wie sie auf Neudeutsch heißt, oder Hydra Shield Maske, hilft einfach dabei, die Belastung durch Umweltaggressoren zu minimieren. Diese Maske ist aus Kokosnuss, Biozellulose und enthält tatsächlich Elemente, die die Haut wirklich schützen und absolut mit Feuchtigkeit versorgen. Sie enthält zum Beispiel auch die Shea-Butter und absolut Dinge, die die Haut Feuchtigkeit spenden, nämlich asiatischen Graswurzelextrakt. Und es hilft dabei, matte und müde Haut sichtbar zu beruhigen. Und da hat natürlich auch den Vorteil, dass sie wirklich einen tollen Tar entsprechend mitbringt. Das ist eine Maske, die man nicht als Creme auftragt, sondern das ist eine Maske, die wie als Maske aufgelegt wird und dann 20 Minuten drauf ist. Und sie schützt also vor den Belastungen durch Umweltaggressoren, bringt einen jugendlichen Tart zum Vorschein und hilft einfach der Haut, sich zu regenerieren, und spendet über 24 Stunden Feuchtigkeit. Also wirklich jemand, auch der in der Winterzeit hier mit den Heizungen zu kämpfen hat oder dieses kalte Wetter, wenn die Haut am Aufplatzen ist und so weiter, mindestens einmal in der Woche diese Maske auftragen. Ein Top-Produkt, was wir gerade hier im Sortiment mit haben. Ich habe gestern meine Maske bekommen, und wir hatten gestern eine Dame, die bei uns ihre Produkte gekauft hat, ihre Produkte abgeholt hat, also eine Pflegeserie. Und habe ihr gesagt, schau mal, ich gebe dir mal ein Produkt mit, habe ihr eine Hydra-Maske gegeben. Und sie sagte, wow, ist das eine Tuchmaske? Ich sage, ja. Und sie sagt, das ist
Ich sage, ja, haben wir auch, allerdings mit der Lumines-Technologie. Ja, ich bin sehr, sehr sicher, dass die Dame demnächst diese Maske mit ins Sortiment aufnehmen wird. Ja. Perfekt, aber die Hydra oder Hydra Shield Maske ist ja nicht das einzige Produkt, was gekommen ist, wo wir nämlich gerade beim Thema Beauty sind. Wir haben ein Produkt, welches in Brasilien, ich glaube, über 70, fast 80% des Gesamtumsatzes macht. Und wir sprechen ja von einem der stärksten Märkte von Jeunesse. Und das ist das Produkt, ich spreche jetzt einmal richtig aus, Naara. Ja? Und gebe an der Stelle wieder ab an Thorsten. Erklär uns mal ganz kurz, warum dieses Produkt so unglaublich kraftvoll ist. Ja, also Naara kommt aus dem Urbrasilianischen und heißt hübsches, junges, schönes Mädchen. Warum ist das Ganze so besonders? Das ist ein sogenannter Beauty-Drink, ein Kollagen-Drink. Was ist Kollagen? Kollagen ist das am häufigsten im menschlichen Körper vorkommende Eiweiß. Wir bestehen zu 65% aus diesem Kollagen. Und wer hält, ist quasi der Klebstoff, der unseren Körper zusammenhält. Wir würden quasi in Atome zerfallen, hätten wir kein Kollagen. Und unser Körper bildet dann eben aus diesem Protein Kollagenfasern und es hilft für schönere Haut, Haare, Nägel, Zähne, Knorpel, Knochen zu stabilisieren. Und es wird also quasi in der mittleren Hautschicht ein Kollagenfasernetz gemacht. Und das ist diese Spannung, die auf der Haut dann entsprechend ist. Und je mehr Stränge wir haben, desto fester und straffer ist unsere Haut. Das Problem ist, dass irgendwo zwischen 30 und 40 Jahren unsere Haut entsprechend immer weniger Kollagen produziert, nämlich 1% weniger Kollagen pro Jahr, sagt man ungefähr. Und so nimmt es quasi ab, vergleichbar mit einem Kissen, was nach und nach Füllmaterial verliert und dann eben nicht mehr so straff entsprechend ist. Und das sieht man dann, je älter Menschen werden, man sieht das oftmals dann auch, dass sich das im Gesicht zeigt, dass diese Wangenknochen herauskommen. Das sieht man ganz besonders bei sehr alten Menschen, dass diese Knochen da entsprechend sich bilden. Und wenn man eben unseren Kollagen-Drink mitnimmt, Naara, hat man eben den Vorteil, dass man eben diese Kollagenfasern wieder entsprechend auffüllt. Wichtig ist die Kombination mit Vitamin B6, Vitamin C mit verschiedenen anderen Faktoren, weil diese Faktoren sorgen dafür, dass tatsächlich auch dieses Kollagen tatsächlich an die Stellen kommt und es entsprechend aufzubauen. Und wir haben dadurch natürlich tolle Erfolge, schönere Haut, schönere Nägel, schnelleres Haarwachstum. Ich habe Bilder in Brasilien gesehen, wo uns Menschen davon berichten, dass teilweise sogar Haare wieder angefangen haben zu wachsen. Das ist natürlich jetzt kein Versprechen, aber bei jedem Menschen wirkt es irgendwo anders. Was ich eine tolle Idee fand in Brasilien, und das werde ich sofort übernehmen, sie haben ein Cellulitic-Kit eigentlich entwickelt. Sie nehmen 2 Dosen Naara und unsere Body Lotion und bieten das als Cellulitic-Kit an. Der beste Zellulite-Schutz oder der beste Zellulite-Killer, sag ich jetzt in Anführungszeichen einfach mal. Also ich freue mich auf die Zukunft, weil dieses Produkt mit Haut, Haare, Nägel, schönere Zähne, Leute, die Kreuzschmerzen haben, mit Knorpelbildungen und so weiter, ein Hammerprodukt. Ich freue mich so. Und das wird natürlich zum Kampfpreis auf den Markt kommen mit hochwertigen Kollagen. Super, super Produkt. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, besser hätte es niemand erklären können. Ich habe gerade auch richtig viel gelernt, weil ich bisher auch nur den Launch gesehen habe. Vielen, vielen Dank dafür. Freue mich jetzt noch mehr drauf. Vor allem freue ich mich, wie du gerade sagtest, darauf, dass Naara für jeden verfügbar ist, weil es auch wirklich ein günstiges Produkt in der gewohnten Premium-Qualität von Jeunesse ist. Danke, Thorsten. So, dann geht's weiter. Wir haben ganz, ganz große News. Heute sind die Chats explodiert. Und an der Stelle, jetzt schaue ich gerade, wo er ist. Da ist er, unser General Manager für DACH, das heißt für Deutschland, Österreich, Schweiz. Nader wird uns jetzt etwas erzählen zu. Da ist es endlich, lange darauf gewartet, viele, viele Monate darauf hingearbeitet. Wir haben offiziell einen neuen Partner für Abrechnungen, nämlich Klarna. Nader, was ist das Besondere und warum sind wir so happy heute gewesen? Ja, absolut happy sind wir, das ist definitiv.
Danke dir, Fabian, und herzlich willkommen alle zusammen. Ich freue mich, heute Abend mit dabei zu sein. Ich wurde einfach mal gefragt, über Klarna mit euch zu sprechen. Der ein oder andere, der heute versucht hat, einen Kunde oder Partner einzumelden, hat es bereits gemerkt. Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit, denn es macht absolut Spaß. Natürlich, nachdem alles so funktioniert, wie wir es uns gewünscht haben. Klarna ist letzten Endes, übernimmt die komplette Abrechnung ab jetzt, wenn es um Einschreibungen geht, Abbuchungen geht, bedeutet sogar die Kreditkarte, Kreditkartenzahlung läuft über Klarna. Das Einzige, was nicht über Klarna läuft, ist logischerweise PayPal. Das heißt, alle anderen Options, die wir haben, laufen über Klarna. Man hat die Möglichkeit, mit Rechnung zu zahlen. Bedeutet, nachdem man die Ware gekauft hat, quasi 14 Tage danach. Man hat die Möglichkeit, 2 Monate später zu zahlen. Man hat die Möglichkeit, halt Bankeinzug zu machen. Und jetzt ganz neu, man hat die Möglichkeit, auch in Raten zu zahlen. Allerdings möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, Klarna entscheidet vor Ort direkt individuell, nachdem man seine Daten eingibt, entscheidet Klarna direkt, ob man Ratenzahlung machen kann oder nicht. Hat selbstverständlich mit Bonität zu tun, aber das wird individuell entschieden. Das hat, wie gesagt, mit Jeunesse nichts zu tun. Klarna an sich ist eine Riesenfirma. Sie sind bereits in 18 Märkten tätig. Über 60 Millionen Kunden bedienen die, über 70.000 Firmen arbeiten mit ihnen zusammen. Aber in unserer Industrie, in Network Marketing, kann man nicht mal an einer Hand abzählen, wie viele Firmen mit Klarna arbeiten. Das heißt, da sind wir absolut, gehören zu den Ersten. Und was Sicherheit angeht, ist es natürlich absolut großartig. Es wurden heute einige Fragen. Also zunächst einmal, wir haben gerade gestern, also heute Morgen um 2 Uhr morgens wurde es freigeschaltet. Ab dem Zeitpunkt schossen dann auch die Nachrichten bereits auf mein Handy. Tatsächlich gab es Personen, die um 2 Uhr morgens noch jemand versucht haben einzutragen, was ich natürlich an sich großartig finde. Dafür wird man sehr gerne aufgewacht. Also es funktioniert wie folgendes. Es kamen immer wieder Fragen zu den Updates. Es ist so, wenn man jemand einträgt bei Klarna, also diese Frage kam sehr oft, dann wird es passieren, dass man nicht sofort, dass es nicht sofort gebucht wird. Der Grund ist folgende, ganz einfach. Klarna schickt die Order-Updates alle 2 Stunden hoch. Okay, das heißt, man schreibt jemand ein, dann dauert das höchstens 2 Stunden, bis man die Punkte sehen kann. Allerdings, sagen wir mal, wenn jetzt 3 Personen dort sitzen und ihr die 3 einschreiben wollt, und zwar untereinander, das geht. Wenn ihr den ersten eingeschrieben habt, dann ist er bereits im Baum zu sehen. In den Tree ist er zu sehen, ID-Nummer existiert. Man hat die Möglichkeit, direkt darunter weitere Personen einzutragen. Nur die CV-Anzahl und Commissions werden dann erst zu sehen sein, wenn die 2-stündigen Updates passiert sind. Auf solche Rules, auf solche Sachen haben wir als Firma überhaupt keinen Einfluss. Das sind halt die Richtlinien von Klarna. Und wichtig ist dabei natürlich, was ich auch nochmal loswerden wollte, natürlich ist es eine großartige Gelegenheit jetzt für uns. Im Grunde genommen kann man sagen, gibt es gar keine Ausrede mehr, Nein zu sagen. Ja, es gibt einfach 4, 5 Möglichkeiten zu starten. Ich empfehle, nicht direkt am Anfang an Ratenzahlungen anzusprechen, sondern wenn derjenige sich tatsächlich das leisten kann, soll er das direkt zahlen. Und wenn es absolut nicht geht, dann auf Ratenzahlungen auszuweichen. Das wäre es dann erstmal. Wenn es weitere Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Super, vielen, vielen Dank und freuen uns sehr, dass du heute bei diesem Call dann auch zum ersten Mal die Gesamtorganisation dich quasi sieht, außer auf der Bühne. Aber jeder hat die Chance, dich demnächst persönlich zu treffen. Und für die es nicht wissen, er ist nicht nur unser neuer GM, sondern außerdem ein begnadeter Musiker. Könnt ihr ihn gerne mal googeln. Er hat gerade einen neuen Song rausgebracht auch. Aber die Menschen werden dich persönlich sehen können, wann auf unserer Duplication Mastery. Und das ist das, worauf ich mich heute hier am meisten gefreut habe. Die meisten, die mich schon kennen, wissen, ich brenne für Events. Das ist meine absolute Leidenschaft. Und wir sind gerade dabei, das wohl beste Event
die beste Duplication Mastery aufzustellen, die wir bisher gemacht haben. Und die wird stattfinden am 25.11. im Wiesbaden-Frankfurter Raum. Wir nennen es mal so. Location zeige ich euch gleich noch. Aber erstmal ein ganz kurzes Video für die, die letzte Duplication Mastery verpasst haben, dass ihr wisst, was ihr auf euch zu. Das also die Duplication Mastery 3 stattfindet, nur das Ganze im Rhein-Main-Theater. Das ist eine unglaubliche Location. Ich habe gestern vom Sebastian Räder, unserem absoluten Event-Guru an der Stelle, der unsere komplette Organisation macht, die Bilder bekommen. Es ist unglaublich, was das für ein Gebäude ist. Freut euch da schon mal auf ein Event der Extraklasse. Und wenn wir über Events der Extraklasse sprechen, möchte ich jetzt den nächsten Sprecher sozusagen ankündigen. Er hat vor kurzem ein Event gemacht. Man hat auf diesem Event eine Größe wie, glaube ich, kein zweiter bisher in Deutschland, nämlich Grant Cardone mit dabei. Er hat einen Shoutout bekommen von Eric Worre für dieses Event. Und ist jemand, der gerade in diesem Bereich Network Marketing, wie sagt man, public zu machen, diese Öffentlichkeitsarbeit, sodass es anfassbar wird, glaube ich, der Beste, den wir derzeit im deutschsprachigen Raum haben. Interviews gehabt, Talkshow auf Amazon Prime und vieles, vieles mehr. Und er wird euch jetzt mal sagen, warum ihr oder du auf jeden Fall auf diesem Event dabei sein musst und auf gar keinen Fall fehlen darfst. Dein Director Tom Platzer. Jawohl, also erstmal vielen Dank für diesen großartigen Trailer nochmal. Den hat nämlich der gute Fabi gemacht. Und ich muss ganz kurz sagen, ich check hier nebenbei so ein bisschen Facebook und ich habe gesehen, dass 150 Menschen vergessen haben, das Facebook Live tatsächlich zu teilen, weil wir haben nur 150 Shares, aber es sind mehr als 300 Menschen hier drinne. Von daher macht das mal wirklich, Leute. Es ist einfach viel mehr Leute einen Einblick bekommen, was wir hier wirklich machen. Und was soll ich euch sagen? Duplication Mastery 3 ist für mich das Event des Jahres, um wirklich den stärksten Monat, die stärkste Phase komplett zu nutzen. Und ich kann euch sagen, Leute, wir haben noch viel zu wenig Menschen auf diesem Event, weil es gibt tatsächlich noch ein paar freie Plätze. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich selber bin hier gerade wieder in meiner Recruitment-Phase, starte sogar selber noch meine eigene Tour diesen Monat, obwohl es so viele Termine gibt, weil ich sage, hey, wir müssen alle Menschen auf diese Duplication Mastery 3 bringen. Und ich darf an dieser Stelle eine Sache verkünden und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn der Daniel hat gerade gleich auch noch ein paar Schmankerl für euch, warum das Ganze wirklich so sinnvoll ist zu kommen und wer ja alles nochmal was zum Besten geben wird. Aber wir Diamonds, das heißt der Fabi, Daniel und auch ich, wir werden jeweils erstmalig, was wir uns komplett neu überlegt haben, unser Schwerpunktthema nehmen. Und du hast bei mir gerade schon angesprochen, ich mache sehr viel im Internet, sehr viel über die sozialen Medien und werden dieses Thema als ein exklusives Modul auf der Duplication Mastery 3 erstmalig vorstellen. Das heißt, ich zum Beispiel, die anderen beiden können das gleich für sich selber natürlich gerne nochmal announcen, aber ich werde über das Thema Social Media sprechen. Das heißt, ich werde euch Einblicke geben, wie man wirklich über Facebook, Instagram und so weiter aufbauen kann, wie man wirklich Menschen rekrutieren kann. Und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Und wir haben uns auch gesagt, diese Module wirklich zu limitieren. Das heißt im Endeffekt, wir werden diese Duplication Mastery 3 nutzen, um dieses Modul ja wirklich mal rauszuhauen, aber wir werden es auch nicht wiederholen auf DM4, DM5 und so weiter. Das heißt, wenn ihr zu unseren Schwerpunktgebieten, wenn ihr jeweils sozusagen das Gebiet, was uns zum Diamond gemacht hat, hören wollt,
den Value, den Content daraus ziehen wollt, um euer eigenes Business aufzubauen, dann müsst ihr bei der Duplication Mastery 3 mit dabei sein. Ich freue mich wirklich drauf, wie kein zweiter, weil ich eben diese komplette Phase nutzen will. Ihr habt es vorhin von Wolfgang gehört, 90-Day-Run. Die neuen Leute, die bei mir einsteigen, ja, Step Nummer 1, nachdem sie sich in der Unity Global World angemeldet haben, ist direkt ein Ticket für die DM3 zu kaufen. Weil ganz ehrlich, wie viele Leute hast du im Team, wenn du am Ende auf der DM3 50 Leute sitzen hast? Du hast genau 50 Leute im Team. Wie viele Leute hast du im Team, wenn du nur 150 dort sitzen hast? Du hast genau 150 Menschen im Team. Weil das werden die sein, die nächstes Jahr dein Business bauen. Ich freue mich extrem auf dieses Event. Ich freue mich extrem drauf, wirklich mein Spezialgebiet einmal in einem Special-Modul wirklich mit euch machen zu können, euch ganz viel Input zum Thema Social Media zu geben. Ich freue mich auch da besonders mega drauf, weil ich weiß, du machst ja auch Coachings, also bietest ja Coachings an und gibst dort dann Wissen weiter. Aber Menschen, die dieses Wissen haben wollen, zahlen sehr, sehr viel Geld, wenn sie nicht im Team von Unity Global sind. Von daher nutzt das auf jeden Fall. Ihr bekommt da Einblicke, die ihr kein weiteres Mal auf die Art und Weise bekommen könnt. Und ja, dann geht es natürlich weiter mit Daniel, der auch etwas ganz Spezielles vorbereitet hat. Und Daniel, warum müssen die Leute, natürlich müssen sie kommen sowieso, aber warum müssen sie, sollten sie dieses Mal auf jeden Fall kommen? Ja, für mich auch definitiv, also Duplication Mastery, absolute Pflichtveranstaltung. Wir sind ja damit angetreten, zu sagen, wirklich die Wissenschaft der Duplikation wirklich zu auseinander zu dividieren und wirklich zu erklären, also über den gesamten Tag den Leuten klarzumachen, wie kann man denn tatsächlich dieses Thema Duplikation erreichen. Und ich bin ja selber ein Duplication Maniac, ja, ich liebe Duplikation. Duplikation ist, was mich ins Business gebracht hat. Ja, mein erster Traum von Network Marketing kam, der erste Tagtraum sozusagen, als ich bei der ersten Präsentation gesessen habe und mir Duplikation gezeigt wurde. Und gezeigt bekommst du 3, 9, 27 oder 25, 125 und so weiter. Nur meistens ist es ja dann doch nicht so theoretisch. Und ich habe mich wirklich über die letzten, ja mindestens mal die letzten 7 Jahre ganz intensiv auf diesen Pfad begeben, wirklich zu verstehen, was ist Duplikation und wie entsteht sie. Weil ich glaube, jeder träumt davon. Und deswegen ist auch mein besonderes Modul, was in dieser Form so nirgendwo sonst vorgestellt wurde oder wird, zum Thema Duplikation als solches. Wirklich die Erfahrung, sozusagen der reale Lebenszyklus von Duplikation. Den werde ich vorstellen. Ich glaube, das wird ein riesen Eye-Opener werden für jeden Einzelnen, wirklich diese Realdynamik zu erkennen, wie man es schaffen kann, sein Business nach vorne zu bringen. Deswegen, ich kann euch nur sagen, Leute, Duplication Mastery 3, die heißesten Tickets, die es derzeit gibt. Und ich will da auch komplett offen sein. Wir haben knapp 447 Tickets an dieser Stelle verkauft, haben das Ganze aber noch gar nicht wirklich offiziell promotet, sondern das lediglich mal angekündigt hier und dort. Wir starten mit diesem Webinar, mit unserer eigentlichen Promotion. Das ist immer etwas, was wir machen vor den Events. Und dieses Event wird ein Sellout werden. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Es wird ein Sellout werden. Es wird also für dieses Event am Ende keine Tickets mehr geben. Wir hatten die Situation schon mal bei der letzten Duplication Mastery. Fabio, du erinnerst dich dran. Wir haben wirklich noch alles reingestellt, was ging. Und trotzdem waren, glaube ich, knapp 100 Leute, die draußen gewartet haben. Das war in Köln, wenn ich mich richtig erinnere. Also die Wahrheit ist, wenn du hier dein Ticket nicht hast, dann bitte nicht mehr kommen, weil vor Ort wird es keine geben. Und aus diesem Grund möchte ich euch zum Thema Duplikation hier schon einen kleinen Profi-Tipp vorab mitgeben. Und es ist meine Challenge an jeden Einzelnen. Meine Challenge an jeden Einzelnen von euch heute Abend hier, dieses Business ernst nehmen, ist folgendes. Geh auf die Webseite. Und Fabi, ich glaube, du hast die Webseite sogar in der nächsten Folie. Die Webseite für die Tickets ist diese, dm3.unityglobalworld.com. Und meine Challenge an dich ist folgende. Kauf dir 5 Tickets, okay? Kauf dir 5 Tickets, egal wo du gerade stehst oder was du gerade machst oder wie viele Leute du im Team hast oder noch nicht dabei hast. Mach dir geh rein, hol dir 5 Tickets. Erster Grund dafür ist, du kriegst den günstigsten Preis. Der günstigste Preis ist 39 Euro pro Ticket. Da ist Mehrwertsteuer schon inklusive, absoluter Killerpreis für so ein Event in dieser Form. Und dann setze dir zum Ziel, diese Tickets an die Menschen weiterzugeben, sodass du alleine, du brauchst ja schon ein Ticket, eventuell mit Partner oder nicht, und dann hast du noch 3 oder 4 Tickets übrig. Und meine Challenge an dich ist wirklich, dich zu committen, nimm dir 5 Tickets und dann gib die weiter und stelle sicher, dass du mit mindestens, wirklich mindestens 5 Personen inklusive dir selber und deinem Partner
vor Ort bist, wenn du wirklich ganz, ganz neu bist, wenn du wirklich noch kein Team hast oder ein Executive bist oder die ersten zwei, drei Leute drin hast, dann ist das für dich perfekt. Du hast von heute gesehen, du hast über 2 Wochen Zeit, mehr als 2 Wochen Zeit für dieses Event wirklich zu promoten, wirklich zu gehen, den Plan zu zeigen, das Business zu zeigen. Es gibt keinen besseren Start, als für neuen Partner damit dabei zu sein. Und ich fordere dich da wirklich heraus an der Stelle mal zu sagen, okay, ich mache jetzt was, was vielleicht außerhalb meiner Komfortzone liegt, aber ich gehe jetzt hin und ich hole mir 5 Tickets und ich gebe die weiter, weil A, wird es eh keine mehr geben und B, ist es so, dass nur so kann man wachsen. Einer meiner Mentoren, und da komme ich auch direkt schon zum nächsten Highlight, was Torben gerade schon so ein bisschen angekündigt hat, einer meiner Mentoren ist Ken Porter. Und Ken Porter ist für mich eine Koryphäe aus ganz, ganz vielen Gründen. Es ist jemand nicht nur, der viel verdient hat im Network Marketing, da gibt es viele von, sondern es ist jemand, der sich komplett aus der Gleichung rausgenommen hat und immer noch viel verdient. Es ist jemand, der nicht nur, Network Marketing erlebt hat oder gelebt hat. Es ist jemand, der Network Marketing durchlebt hat. Er ist jemand, der zu Network Marketing geworden ist und dann Network Marketing wieder für sich hat weiterleben lassen. Und es ist absolut unglaublich, was dieser Mann gemacht hat. Er ist unsere aller Upline. Die meisten von euch wissen es gar nicht. Und genau das ist die Magic daran. Keiner hat eine Ahnung davon, aber er hat es alles aufgebaut. Er hat, glaube ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau wie viel, aber 30, 40, 50 Millionen Dollar verdient. Und er hat früher mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, du hast auf dem Event 2 Möglichkeiten. Entweder du kannst wachsen oder dein Business kann wachsen. Und wenn du alleine da bist, dann wächst du und das ist gut, man muss selber wachsen. Aber dein Business wächst nur, wenn auch dein Business vor Ort ist. Und ich glaube, das macht Sinn. Deswegen meine Challenge an dich, geh jetzt auf diesen Link dm3.uniglobalworld.com und hol dir 5 Tickets und gib die weiter. Und wenn du sagst, es ist too much und ich kann nicht, aber ich will trotzdem eine Challenge, dann mach wenigstens 3. Aber du bekommst keine Duplikation in einem einzelnen Ticket, okay? Das möchte ich, dass ihr das wirklich versteht. So, dann noch zum letzten Geheimnis dazu. Wir haben nicht nur die speziellen Diamond-Module, wo wir gleich noch von Fabi natürlich seins auch noch hören werden, sondern wir haben auch noch was anderes. Und da bin ich auf geheimer Mission unterwegs gewesen in den USA und wir werden noch 3 weitere Inputs bekommen. Und zwar von keinem geringeren als dem Mann, den ich gerade eben erwähnt habe, nämlich Ken Porter, der für uns ein Live-Training vorbereitet hat, welches nur für die Gruppe ist, die tatsächlich auf Duplication Mastery 3 da ist. Es ist ein Tiefentraining zu einer seiner Hauptlektionen im Business, zu einem der erfolgreichsten Menschen, die ich persönlich im Network Marketing habe kennenlernen dürfen. Und ich glaube, wenn ich das sage, hat das schon wirklich Gewicht. Also er ist nicht einfach nur irgendwer, sondern er ist der absolute Wahnsinn. Diesen exklusiven Content allein dafür lohnt sich schon. Punkt Nummer 2. Der Nummer 1 Vertriebspartner unserer Struktur. Also wenn wir jetzt, zum Beispiel, ich habe ja den Fabi gesponsert und dann hatte zum Beispiel der Kelvin mich gesponsert und der Todd hat den Kelvin gesponsert und dann geht es ja immer weiter nach oben. Ja? Und irgendwann kommt ja der ganz oben ist. Der direkt verbunden ist mit der Firma, mit Corporate, mit Jeunesse. Und das ist ein Mann, der heißt Scott Olsen. Und Scott Olsen ist auch jemand, der über 30 Jahre Network-Marketing-Erfahrung hinter sich hat. Der ein oder andere erinnert sich noch an seine Keynote mit dem Zug, der durch das Eis durchgebrochen ist. Besser kann man es gar nicht beschreiben. Und auch er wird ein exklusives Video für uns aufnehmen, und zwar von seiner Ranch aus den USA mit einem Content zum Thema Arbeiten in der Tiefe und wie du in der Tiefe die Perlen finden kannst und wie du wirklich, nach den Diamanten schürfen kannst in deiner Organisation. Ganz, ganz geiles Ding. Und noch ein weiteres Spezialthema, was wir auch noch haben werden zu dem Event. Und deswegen, ihr merkt schon, Duplication Mastery 3 ist nothing as before. Kein geringerer als Elon Musk. Nein, Spaß. Scott Lewis, ja. Scott Lewis, Chief Visionary Officer von Jeunesse Global, macht einen exklusiven Content für Unity Global, für Deutschland, für die Vision Jeunesse in Deutschland und auch das nur wirklich vor Ort. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr das wirklich nicht verpassen wollt, dann ist dein Link für jetzt dm3.uniglobal.com. Und wenn du ein Leader bist, mach noch eine Sache, mach einen Teamcall, informiere deine Leute, mach basierend auf den Infos, die du heute bekommen hast, ein weiteres Gespräch mit deinen Leadern. Push das Ganze, positionier das Ganze, weil es ist all about attendance. Wer da ist, wird erfolgreich werden. 80% des Erfolges ist just showing up. Und zum Closing dafür gebe ich an dich, Fabi. Fabi, dein exklusives Modul. Ich weiß nicht, ob du da schon deinen Input geben möchtest.
sind natürlich den ganzen anderen Themen, die von den gesamten Leadership natürlich auch vorgestellt werden, die wir dort vor Ort haben werden. Super, also ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Sache zum Anfügen. Wir haben gerade gesehen, dass jetzt schon die Ersten gerade ihre Tickets gekauft haben. Erstmal Glückwunsch dazu, weil wenn sie weg sind, sind sie weg. So, ganz, ganz wichtig, wenn ihr auf ein 3- oder 5er-Ticket klickt, ihr müsst oben auswählen die Anzahl der Tickets, okay? Das heißt, ich halte das mal gerade in die Kamera an, das geht es gerade gar nicht. Kann man das hier so sehen? Ich sehe leider meine eigene Kamera gerade nicht. So, genau. Hier oben in der Ecke, da musst du eingeben, dass du 5 Tickets nehmen möchtest. Ansonsten kaufst du tatsächlich nur ein Ticket. Das ist gerade ein Programmierfehler, der wird korrigiert heute noch im Laufe des Tages. Aber ganz, ganz wichtig, ja, wenn du gerade gesagt hast, hey, ich will ein 5er-Ticket haben, dann hast du nur ein Ticket gekauft gerade. Also nochmal einloggen auf die 5er und dann kannst du tatsächlich jetzt die anderen 4 nachkaufen erstmal, ja, damit du deine 5 Tickets hast. Aber ganz wichtig, zur Auswahl die 4 eingeben. Wie gesagt, wird noch hoffentlich im Laufe des Tages, spätestens morgen dann korrigiert. Ja, alright. Ganz kurz noch zum Verständnis, die Halle ist begrenzt, weil es ein Theater ist. Wir werden also keine Möglichkeiten haben, Stühle reinzustellen. Die Stühle sind installiert. Deswegen ist Schluss, wenn Schluss ist. Ja? Alright, also Thema mein Modul. Ich werde etwas ganz Persönliches erzählen. Ich bin nämlich die letzten 3 Einarbeitungen die gleiche Frage gefragt worden. Fabi, was war dein wichtigstes Learning und wann hattest du deinen Durchbruch? Und viele kennen ein bisschen Teil meiner Story, aber das ist nur ein Bruchteil. Und es gab 3 Situationen, die für mich die größten Learnings waren, wo ich mich also in der Persönlichkeit dementsprechend verändert habe, die es mir dann ermöglicht haben, eben genug zu wachsen, um dann dem auch gewappnet zu sein, was da auf einen zukommt. Und da möchte ich euch bei helfen, wie müsst ihr wachsen, wo müsst ihr stark werden, damit ihr den Erfolg dementsprechend anzieht. Ja, weil alles in unserem Universum ist Anziehung und alles kommt zu seiner Zeit. Und wenn man weiß, wie man das Ganze forcieren kann, dann geht es eben ein bisschen schneller. Das wird mein Thema an der Stelle sein. Also, nochmal als letzten Input, eins dieser Learnings gebe ich euch an der Stelle schon mal. Der eine oder andere mag die Geschichte schon gehört haben, aber ich muss sie noch einmal erzählen. Ich bin mal auf ein Event promoted worden von dem Herrn, den ihr gerade gehört habt, Damien Fire. Ja, da habe ich noch auf den Kanaren gelebt, in Spanien, 4.500 Kilometer weg. Und er hat nicht locker gelassen. Ich hatte alle Entschuldigungen und alle Gründe, nicht zu kommen. Jeden, ich kann es euch versprechen. Ja, wir waren allein im Studio, es lief finanziell nicht gut, wir mussten arbeiten, die Angestellten waren entlassen oder im Urlaub. Das heißt, es gab eigentlich keine Möglichkeit. Und er hat immer wieder dieses Event erwähnt und immer wieder promoted, hat mir sogar Flugtickets rausgesucht, hat mir eine Unterkunft organisiert, ja, bis ich irgendwann gesagt habe, vielleicht soll ich doch fahren. Aber ich war immer noch nicht ganz sicher. Und dann hat er mir eine Frage gestellt. Und diese Frage lautete, Fabi, willst du das, was du derzeit machst, dein Leben lang machen? So, er wusste auch schon, die Antwort ist nein, sonst hätte ich mich ja nicht mit ihm in Verbindung gesetzt. Und er sagte, du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, du nimmst dieses Event wahr und du lernst unglaublich gute Leute kennen, du nimmst was für dein Leben mit, du hast einen mega Input und das ist das Schlechte, was passieren kann. Das Beste, was passieren kann, ist, du kommst auf dieses Event und du triffst eine Entscheidung, du verstehst Network Marketing. Und dieses Event war nicht über 1.000 Menschen groß, dieses Event war nicht mit bunten Lichtern, es war ein Hotelraum mit 25 Menschen. Aber es hat in meiner Karriere alles verändert und ich wünsche jedem, dieses Gefühl mal mitzunehmen, dass du verstehst, was die Power von einem Event, von einer Veranstaltung ist. Und ich garantiere dir oder verspreche dir, dass sich bei der DM3 etwas verändern wird bei dir. Und deswegen musst du definitiv mit dabei sein. Also hol dir deine Tickets und nimm Leute mit, das war mein nächstes Learning. Ich möchte, dass jeder, mit dem ich zu tun habe, weiß über die Kraft von Events, weil ich bin es den Menschen schuldig, dass sie ihre Entscheidung wirklich treffen können. Wenn du Network Marketing startest, dann bist du gestartet, aber aktiviert wirst du erst über ein Event. Ja? Also komm vorbei und lass dich aktivieren. So, wir sind fast durch. Allerletzter Punkt, noch 2 Minuten. Und zwar, wir haben eine Riesentour vor uns. Und da möchte ich nochmal ganz kurz an Damien abgeben mit einem kleinen Forward, weil ich war bei vielen seiner Arbeiten mit dabei, als wir auf Bora Bora waren, als wir auf Tahiti waren und die Diamond-Reise genossen haben, hat er sehr viel Zeit in seinem Zimmer verbracht mit Stift, Papier und manchmal seinem Rechner und hat geschrieben. Und was hat er geschrieben? Sein erstes Buch,
was im Prinzip die komplette Geschichte ist, wie er es geschafft hat und wie auch du es schaffen kannst. Und genau dieses Buch wird vorgestellt. Und natürlich würden wir nicht nur ein Buch vorstellen, wenn wir nicht gleichzeitig auch das Business präsentieren würden. Und da nochmal abschließende Worte an Damien. Was wird da genau passieren und warum ist das die, ja, der ultimative Boost jetzt, um all die Sachen zusammenzufassen, die wir heute gehört haben? Ja, vielen Dank, Fabi, dafür. Absolut. Also alles startet mit der Duplication Mastery. Wir werden auch für alle Teilnehmer, die dort sind, zum allerersten Mal überhaupt physisch das Buch da haben. Das heißt, jeder, der auf der Duplication Mastery da ist und der gefragt hat, wo er es bekommen kann und so weiter, dort kannst du es tatsächlich bekommen und kannst einer der Ersten sein. Und im Anschluss startet eine komplette Deutschlandtour, die ich mache, ganz bewusst aus einem Grund, natürlich klar das Buch vorzustellen, natürlich einen Einblick zu geben. Aber was ist das Ziel des Buches? Das Ziel ist, zu inspirieren, vom Traum zur Wirklichkeit im Network Marketing. Das ist auch der Titel von History in the Making. Es geht wirklich darum, zu verstehen und zu erkennen, wie ja wirklich die Hintergründe waren, um so einen Durchbruch im Network Marketing erreichen zu können. Und mein Traum und mein Ziel ist, euch und jeden Einzelnen, der es liest, zu inspirieren, den Weg auf seine Art, aber selber wirklich zu gehen und auch zu erkennen, was notwendig ist, sodass wir gemeinsam wirklich alle unsere Träume im Network Marketing zur Realität machen können. Und mein kleiner Hinweis am Ende dieses Webinars ist wirklich nur eines: Macht euch einen kleinen Screenshot einfach nur von den Standorten und habt die im Hinterkopf. Es geht jetzt darum, sein Business aufzubauen. Jeden Tag, show the product, show the plan, ja, promote die Leute auf Duplication Mastery 3, arbeite dein Business. Aber nach Duplication Mastery 3, sozusagen zum Monatsfinale, zum Monatsende, findet diese Tour statt und geht einmal komplett durch Deutschland, Düsseldorf, Mannheim, Nürnberg, Stuttgart, Lindau, München, Berlin, Hannover, Frankfurt und überall ist es gleich Einlass 19 Uhr, Start des Opportunity Meetings 19:30 und im Anschluss an die Geschäftspräsentation ist eine kurze exklusive Vorstellung von dem Buch mit ein bisschen Background und dort habt ihr die Möglichkeit, das dann auch noch signiert zu bekommen, für die, die das möchten. Ich habe mir früher auch mal die ganzen Bücher signieren lassen, weil ich das immer ganz speziell fand und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Das war es auch schon dazu, nur ganz kurz für euch als Ankündigung. Ich freue mich sehr, lasst uns diese Tour wirklich richtig voll machen, aber zuallererst jetzt mal alle Rohre auf Duplication Mastery, das ist wirklich, worum es geht. Dort haben wir die große Vorstellung, den großen Launch. Und ja, ich freue mich wie kein Zweiter auf diesen Monat, auf das, was hier möglich ist. Bedanke mich an der Stelle nochmal für alle, die auf dem Call drauf waren. Ja, Fabian Fitzner, danke für die tolle Moderation, für die Folien. Torben Platzer, danke für den geilen Content. Nada, vielen Dank für die Corporate Presence. Thorsten, für die Produktvorstellung und wirklich die Insights. Ich würde mich freuen, wenn du dazu ein Video mal aufnehmen würdest. Übrigens, das nur mal an der Stelle. Das wäre der Hammer. Vielen Dank an Jadina für die Inputs zum Thema Travel Promotion und an Wolfgang zum Thema auch Qualify for Everything, Qualify für die Promotions. In diesem Sinne viel Spaß, wünsche euch einen geilen Abend. Bis dahin, viel Erfolg und let's do it. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Danke, ciao.